Hallo! Hallo! In diesem Video geht es um unsere Schwedenreise. Wir wollen euch versorgen mit Daten und Fakten und wir wollen euch gerne erzählen, was uns besonders gut gefallen hat. Und das ein oder andere Wissenswerte soll in diesem Video auch dabei sein. Wenn ihr mehr wissen wollt, bleibt dran und schaut euch dieses Video an. Ja, starten wir mal gleich. Wir müssen hier unseren Laptop aufgebaut lassen, weil alles kann man sich hier gar nicht merken. Wir wollen euch nämlich detailliert aufzählen, was wir im Einzelnen bezahlt haben und nachher dann natürlich einen Gesamtbetrag nennen, wie teuer für uns die Reise war. Fangen wir erstmal damit an, wie weit sind wir eigentlich gefahren? Dazu muss ich sagen, eine genaue Angabe können wir leider nicht machen. Mir ist da etwas Dummes passiert. Ich habe bei der Mautstelle an der ersten Brücke, über die wir gefahren sind, mein Portemonnaie vorne aufs Armaturenbrett gelegt und bin dabei auf den Rücksteller des Kilometerzählers gekommen. Also von daher habe ich jetzt keine genaue Angabe. Wir haben es dann nachher nochmal auf der Karte mal so angeguckt, wo wir überall waren, haben die Abstände dann halt gemessen und wir sind so circa 3000 Kilometer gefahren. Alle Preise und Daten, die wir jetzt hier nennen, sind alle vom Anfang bis Ende der Reise. Das, nur dass ihr das wisst, insgesamt 3000 von zu Hause bis nach Hause. Genau. Insgesamt waren es 29 Übernachtungen. Wir waren vom 2.6. bis 2.7. weg und davon haben wir 10 Übernachtungen bezahlt. Insgesamt waren das 149,52 Euro, inbegriffen einmal Wäsche waschen. Das war nämlich so ein Gesamtpreis auf dem Campingplatz. Genau, dafür haben wir extra diesen Campingplatz angefahren, weil wir dringend Wäsche waschen mussten. Und der hat sich auch als schön erwiesen. Eigentlich, ja. Der Campingplatz war richtig toll. Ja, den stellen wir ja auch vor. Ich weiß gar nicht genau, habe ich mir jetzt hier gar nicht aufgeschrieben, in welcher Folge. Irgendwo mittendrin in unseren 7 Schweden-Folgen ist dann der Campingplatzbericht auch drin, den wir angefahren sind. Uns ist aufgefallen in Schweden, dass das Freistehen in den Küstengebieten eher schwierig ist. Ja, da ist ja auch am meisten los. Also da fahren die meisten mit dem Wohnmobil fahren halt in die Küstengebiete, in die Küstenstädtchen rein. Und ja, jeder sucht sich da seinen Platz und dann wird es einfach zu viel. Das haben wir selber auch gemerkt. Wir hatten auch an einem Platz gestanden, der war nachher, das war eigentlich ein Wanderparkplatz an diesem Runenstein und der war nachher voll mit Wohnmobilen. Also das ist der Grund dafür, warum man da tatsächlich hier und da, oder nicht nur hier und da, eigentlich schon ziemlich oft ein Verbotsschild findet, wo das Übernachten speziell auch mit Wohnmobilen untersagt ist. Und das hat halt seine Gründe und die kann ich dann auch gut verstehen. Ja. Obwohl wir einfach so vom Gefühl her vorher, was wir so gehört und gelesen und gesehen haben, gedacht haben, wir können überall in Schweden frei stehen. Und wir haben erfahren, dass es nicht unbedingt so ist, wenn man sich an die Regeln hält. Wir haben auch Camper gesehen, die natürlich überall geparkt haben, wo Verbotsschilder stehen. Muss jeder für sich entscheiden. Wir haben dabei halt nicht so ein gutes Gefühl und fahren dann weiter. Genau. Letztendlich haben wir ja alle was davon, wenn wir dann nicht überall ein Verbot dann dadurch erwirken. Das ist ja schöner für uns alle, wenn man ein bisschen frei ist und man sich dann hinstellen kann, wo man will. Aber wenn man es so macht, dann wird es schwierig. Hin sind wir über die Brücken, also über Dänemark gefahren und zurück haben wir dann die Fähre genommen. Ja. Warum sind wir über die Brücken gefahren? Weil ich sie einfach gerne mal sehen wollte. Ich wollte gerne über diese Brücken fahren. Aber eigentlich so spektakulär waren die. Gut, sie waren groß und sehenswert, ja, ja. Aber man muss dann jetzt nicht unbedingt drüber fahren, finde ich, ja. Oder? Ja, die sind auch so im Nebel verschwunden bei uns. Ja, an dem Tag war Wetter nicht so gut und man hat auch gar nicht so viel gesehen. Ja. Also die Erfahrung mit den Brücken, ja, war okay, aber machen wir nicht nochmal. Nee. Genau. Jetzt geht's hier aus. Brückenmaut Störebelt für uns 83,63 Euro. Öresund 126,36 €, also gesamt 209,99 Euro für Brückenmaut. Da war die Fähre im Nachhinein günstiger. Vielleicht nicht für jeden. Es gibt ja auch so Pakete, die man buchen kann und wenn man regelmäßig über die Brücken fährt, ja. Also wenn man jetzt jedes Jahr seinen Urlaub da verbringt, dann gibt es da so eine Box irgendwie. Ich habe mir da nichts Genaues angeguckt. Man kann auf jeden Fall so einen Bro-Pass oder so heißt das, dann kriegt man irgendwelche Vergünstigungen. Aber da wir ja eh nur einmal über die Brücke fahren wollten, haben wir das jetzt natürlich nicht gemacht.
Wir haben dann die reguläre Maut bezahlt. Ja, genau. Und da wir ja halt 6,5 Tonnen haben, ist das mit Sicherheit teurer, als wenn jetzt jemand im Van oder mit einem kleineren Wohnmobil fährt. Ja. Auch da war ich recht erstaunt. Man hat ja vorher so eine Preisliste gehabt, wo dann drauf steht, Wohnmobile bis so und so viel Meter, PKW mit Anhänger, ohne und so weiter. Das wird komplett automatisch erkannt. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Mhm. Auch das Gewicht, ob das irgendwie ermittelt wird da von dieser Brücke, keine Ahnung. Es hat auch, stimmt auch so, das, was wir da bezahlen mussten, war auch richtig. Aber ich weiß nicht, wie haben die das gemacht? Dass das keine da, Ahnung. Nee. Haben die das Fahrzeug irgendwie vermessen mit einer Kamera? Ich weiß es nicht. Ja. Wir haben alles mit einer Kreditkarte bezahlt. An einer Fähre, also nicht Fähre, Quatsch, an einer Brücke waren da Schwierigkeiten. Ja. Und dann haben wir halt mit EC bezahlt. Das war auch kein Problem. Das ging einwandfrei. Warum es mit der EC-Karte, mit der Kreditkarte nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Wir haben die nachher noch ganz oft eingesetzt und die hat eigentlich überall funktioniert. Ja, keine Ahnung. Ganz war normale einfach. Visa-Karte, ja. Also nichts Besonderes. Die Brücken waren frei, also wir sind super gut da durchgekommen, hatten jetzt keine langen Wartestaus an den Mautstationen. Also das war wirklich angenehm. Die Grenzübergänge waren auch easy. Ja. Also von daher, auch der gesamte Straßenverkehr in Schweden war easy. Also da war überall nicht allzu viel los, wie man es manchmal nicht von hier kennt, wo man dann Staus auf den Autobahnen hat oder so. Das hatten wir da kein einziges Mal. Mhm. Ja. Ach so, soll ich sagen? Ja, mach mal. Ja, die Rückfahrt haben wir halt mit der Fähre gemacht, von Trelleborg nach Travemünde. Jetzt muss ich mal eben schauen. Wir haben 141 Euro für die Fahrt an sich bezahlt. Und jeder, der das Video gesehen hat, weiß ja, dass wir da ziemlich blöd auf diesem Flur gesessen haben und dass wir das absolut nicht wollten. Und deshalb haben wir uns noch eine Kabine gebucht. Die Kabine hat dann nochmal 49 Euro gekostet. Somit haben wir insgesamt für die Fährfahrt 190 Euro bezahlt. Ja. Findet ihr im Video 21, wenn ihr das nochmal sehen wollt. Genau. Ja, wir waren ja noch nie auf einer Fähre. War ja das erste Mal. Zumindest mit dem Wohnmobil noch nicht. Nee. Ja, genau. So Tagesfähren irgendwo auf so. Ja, in Polen sind wir mal einmal über so einen Fluss gefahren mit so einer Fähre, aber das war gar nicht zu vergleichen. Nein, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob die auch Personalmangel hatten oder ob die Fähren zusammengefasst waren. Es war so voll. Also konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass eine Fähre so voll ist. Wir hatten wirklich keine Möglichkeiten, irgendwo zu sitzen. Und dann kam hinzu, dass ganz viele Stellen halt mit Hunde nicht erlaubt waren. Also in den Restaurants oder in den Cafés durften wir halt nicht rein. Und da war die Platzwahl schon sehr begrenzt, muss man sagen. Also wir würden immer empfehlen, eine Kabine zu nehmen. Ja, und die Kabine war ja auch gar nicht so schlecht. Wir hatten in der Nacht zuvor sowieso nicht so gut geschlafen. Wir waren recht müde. Wir haben die Gelegenheit genutzt und uns aufs Ohr gehauen. Also das war schon schön, die Kabine zu haben, muss ich sagen. Und für Miele auch. Für Miele auch. Und wir hatten ein eigenes Badezimmer, eine eigene Toilette. Ja. Also das war schon, war die 49 Euro auch wert. Für uns war das wert, auf jeden Fall. Ja, in dem Video auch zu sehen mit der Hundetoilette oder so, das fanden wir wohl eigentlich ein Witz, muss ich sagen. Da waren wir schon recht enttäuscht auch. Ja. Miele hat da auch nicht drin gemacht, also fanden wir eigentlich unmöglich. Ja, ich habe auch jetzt keinen Hund gesehen, der da irgendwie sein Geschäft verrichtet hätte. Obwohl, da waren ja Häufchen drin. Ne? Ja, aber ich glaube, die lagen da schon länger drin. Mhm. Also, so viel schon mal dazu. Also, das war eigentlich ein Witz mit dieser Hundetoilette. Das ganze Schiff war, ein wenig runtergekommen, kann man so sagen. Ne? Also, hat schon ein paar Jahre hinter sich. Das sieht man dem Ding auch an. Gut, für die eine Fahrt war es okay. Wir haben in den Kommentaren zu unseren Videos, hat uns auch jemand geschrieben, dass genau diese Fährverbindung oder diese Fähre nicht so der Brüller ist und dass es auf anderen Fähren schon auch anders aussieht. Also wir werden es bestimmt irgendwann nochmal testen und bin dann gespannt, ob da der Hundebereich einfach schöner ist. Weil die Fährfahrt an sich war für Mila toll. Also sie war recht entspannt und fand das jetzt nicht doof. Also man merkt ja, wenn man fährt, kaum, dass man auf dem Schiff ist. Also für sie war das so in Ordnung. Ja, ich glaube schon. Aber sie hatte da keinen Stress. Nee. Auch in der Kabine hatte ja komplett ihre Ruhe gehabt. Ja. Das war schon schön. Das war schon okay. Ja. Okay. Ja, der Dieselpreis in Schweden ist natürlich etwas teurer wie hier in Deutschland. Wir haben durchschnittlich 2,50 Euro pro Liter Diesel bezahlt.
Somit kamen dann insgesamt 890,80 € für Diesel für die ganze Fahrt zusammen. Ist natürlich ein großer Posten, aber das war uns ja schon vorher klar. Der einzige Vorteil ist, in Schweden kostet der Sprit überall. Ist egal, ob man jetzt an der Autobahntankstelle steht, irgendwo im kleinsten Dorf an so einer Automatiktankstelle. Der Sprit kostet überall gleich viel. Also man muss da nicht irgendwie so gucken wie hier, dass man da eine günstige Tankstelle findet oder von der Autobahn runterfahren, um günstiger zu tanken. Ja. Kann man sich da wirklich komplett sparen. Man kann einfach die nächste Tankstelle anfahren, wenn man tanken muss und tanken. Die Preise tun sich da überhaupt nicht viel. Ja, ne? Genau. In Dänemark haben wir 2 Rastplätze angefahren an den Autobahnen. Und an allen beiden Rastplätzen gab es eine Fähr- und Entsorgemöglichkeit. Komplett mit allem drum und dran. Mit Bodeneinlass, mit Frischwassersäule. Und das alles komplett kostenlos. Und auch ziemlich sauber und ordentlich, muss ich sagen. In Schweden hatten wir gedacht, da ist es auch so. Ist nicht ganz so einfach, ist auch nicht schwierig, aber halt nicht ganz so einfach wie in Dänemark mit den Autobahnraststätten. Man kann seine Toilette in Schweden überall entsorgen, das ist gar kein Problem. Es gibt aber nicht unbedingt Frischwasser und einen Bodeneinlass schon mal gar nicht. Da haben wir uns dann mit der App Park4Night gut helfen können. Da sind auch in regelmäßigen Abständen Fähr- und Entsorgungsstationen eingezeichnet. Und die haben wir angefahren und die waren auch alle super, kostenlos und sauber. Und wir hatten alle Möglichkeiten, also Frischwasser, Bodeneinlass war vorhanden. Ja. Das funktioniert dann eigentlich auch ganz gut. Wie gesagt, mit App Park4Night soll das eigentlich kein Problem sein. Man muss sich ja sowieso ein bisschen strukturieren und planen. Wann fährt man weiter? Wo fährt man hin? Braucht man Wasser? Muss man entsorgen? Und dann guckt man ja sowieso schon immer, was so auf dem Weg liegt. Aber das musste man auch. War jetzt nicht einfach so easy peasy irgendwo anfahren und dann klappt das. Da musste man schon vorher zumindest geguckt haben. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es Länder gibt, wo es weitaus schwieriger ist. Ja, das kann auch sein. Ja. Ja. Dann mal so Lebenshaltungskosten. Ne? Also wir wissen ja alle, dass Schweden auch nicht gerade ein günstiges Land ist für Lebensmittel und Restaurantbesuche sind auch teuer. Also mal um ein Beispiel zu nennen, für ein großes Glas Bier 9 €, fanden wir schon. Stolzer Preis. Naja, wir haben auf jeden Fall für Lebensmittel insgesamt 402,51 € ausgegeben. Obwohl ich dachte, ich hätte schon gut eingekauft vorher hier in Deutschland. Also, ja, hattest du ja auch. Ja. Also wir hatten ja schon einiges mit. Ja, genau. Also wir haben wirklich so ein bisschen auch immer geguckt, was müssen wir unbedingt haben. Und trotzdem 402 € fand ich schon für 4 Wochen. Also wir waren ja letztendlich 3 Wochen in Schweden. Gar nicht mal viel länger. Aber wie gesagt, wir haben noch einen Betrag von 40,82 € in der Apotheke bezahlt. Das war für Mila. Sie hatte zwischenzeitlich, als wir so lange unterwegs waren, halt auch schon mal Stress. Und ich war mir nicht sicher, ob ihr vielleicht übel ist. Und da sind wir halt in der Apotheke gegangen und dann haben die uns beraten und haben uns dann so ein bisschen was Pflanzliches für den Hund mitgegeben. Das war aber halt auch recht teuer. Hat aber auch nicht sonderlich geholfen, muss man dabei sagen. Also deshalb erwähne ich jetzt auch gar nicht, was das war. Nee, ich habe es auch schon wieder vergessen. War eigentlich komplett witzlos. Ja, also die 40 € hätten wir uns sparen können. Und für Essen gehen und beim Bäcker mal was holen oder einen Kaffee trinken, haben wir insgesamt 248,28 € bezahlt. Ja, und dabei muss man sagen, wir waren jetzt nicht oft essen. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da waren wir essen. Das war in Smögen. Und da haben wir gedacht, jetzt gehen wir heute Abend, gönnen wir uns mal was, gehen richtig schön lecker essen. War auch lecker, keine Frage. Aber es war halt teuer. Sehr wenig für sehr viel Geld. Ja. Und dann waren wir fertig und haben wir gesagt, so, ja, war lecker. Was essen wir denn jetzt noch? Weil es war wirklich wenig. Ja. Und dann sind wir nachher noch in so eine Burgerbude, sag ich mal. Jetzt kein McDonald's oder so, also so eine Pommesbude, die halt auch Burger angeboten haben. Da haben wir da dann auch nochmal einen Burger gegessen. Also, also ja. 2 Restaurantbesuche an einem Abend. Aber ja, war wirklich so. Also ja, mein Eindruck war, das war ein Fischrestaurant und das sah eigentlich so von außen recht rustikal aus und haben wir gedacht, ah toll. Ich konnte nicht so genau lesen, was das sein sollte. Irgendwie einen Auflauf hatte ich so verstanden mit meinen schwachen Englischkenntnissen
Und letztendlich war es dann wirklich so ein kleines Stückchen Fisch, Kaviar obendrauf. Und das war natürlich teuer. Ne? Jo. Jo. Ich hatte Muscheln. Ich habe noch nie Muscheln vorher gegessen. Vier Muscheln waren da drauf. Ein bisschen Suppe, vier Muscheln. Ja. Und in dem Restaurant haben wir allein über 70 Euro gezahlt für diese Häppchen. Für uns waren das Vorspeisenteller. Also wir essen ja auch gerne. Ja, wir hatten wesentlich mehr erwartet. Aber gut. Gut. Haben wir die Erfahrung halt auch machen müssen. Genau, also. Ja, und sonst waren wir nur, haben wir mal einen Kuchen geholt oder mal einen Kaffee irgendwo getrunken oder so. Also das läppert sich schon zusammen. Ja, genau. Dafür fanden wir Parken auf öffentlichen Parkplätzen in Städten total günstig. Ja, also wenn man irgendwo in die Stadt fahren will, um sich die Stadt anzuschauen oder da einen Bummel zu machen, gar kein Problem, das Wohnmobil auf dem Parkplatz zu stellen, kostet wirklich nicht viel. Also wir haben jetzt, wir haben ja auch hier stehen, 5,18 Euro haben wir bezahlt für sämtliche Parkplätze, die wir so angesteuert haben, um mal eben irgendwo was anzuschauen oder mal eben in eine Stadt zu besuchen. Also das war wirklich total easy. Und alles auch bargeldlos, alles wird irgendwie registriert und automatisch vom Konto abgebucht. Also man hat halt diese App, diese Easy Park App oder so. Kannten wir am Anfang auch nicht, aber haben wir nie benutzt und haben uns auch nicht weiter darüber informiert. In diesem Fall mussten wir es jetzt aber und haben dann nachher festgestellt, dass das eigentlich eine gute Sache ist. Ne? Ist total einfach, geht schnell, man muss da kein Kleingeld haben, nichts hinter die Scheibe legen. Man braucht sein Telefon, man tippt da alles ein und das funktioniert wirklich sehr easy. Ja, das stimmt. Ja. Dann haben wir noch hier drei kleine Punkte, wo wir so kleine Souvenirs, würde ich jetzt mal sagen, war einmal ist unser Kleiderschrank Verschluss wieder mal kaputt gegangen. Das hatten wir ja schon mal ausgebessert und haben dann jetzt für uns beschlossen, da kommt jetzt ein Riegel vor, der wohl schön aussieht. Den zeigen wir euch dann jetzt mal. Ja, wir hatten vorher an dem Schrank schon mal was ausgebessert, aber das war irgendwie alles nicht so das Richtige. Die ganze Schlossmechanik, die war schon so verschlissen, dass das alles nicht mehr so gepasst hat. Und auf der Fahrt hat es dann komplett seinen Geist aufgegeben. Das heißt, also während der Fahrt ging die Tür dann auch immer los. Wir haben sie dann mit dem Gummi gesichert. Hat 8,23 Euro gekostet. Fand ich günstig. Ja. Dann hatten wir in dem Video auf dem Campingplatz ja so kleine Griffe gekauft. Die haben wir jetzt auch verbaut. Und das zeigen wir euch jetzt auch, was wir damit gemacht haben. Ja, da hatten wir das Problem mit dem Schlüssel. Der war uns abgebrochen. Also wir haben zwei Vitrinen und in einem war der Schlüssel abgebrochen. Und da haben wir eine andere Lösung gesucht und dann haben wir ja die Griffe gesehen auf diesem Campingplatz und ich wusste noch nicht, wie ich es machen sollte, aber ich habe es jetzt dann doch gemacht und sieht auch ganz gut aus und funktioniert auch einwandfrei. Das seht ihr ja. Dann haben wir uns einen Elchhaken gekauft im Elchpark. Das zeigen wir euch jetzt auch, wo wir den oder wie wir den verbaut haben. Wir finden es immer schön, solche Erinnerungen mitzunehmen und uns daran zu erinnern, wann und wie und wo wir da waren und ja, ist einfach schön. Ja, und diesen Elchhaken haben wir auf diesem Holzbrett geschraubt, was wir in Dänemark mitgenommen haben. Ja. Das lag da so am Strand rum, gefiel uns irgendwie, wir wussten noch nicht genau, was wir damit vorhaben, aber wir haben eine Verwendung gefunden. Genau. der Elchpark, in dem wir waren, der hat 33,66 Euro gekostet für uns beide zusammen. Das war das einzigste an Attraktionen, wo wir Geld für ausgegeben haben. Ja, und vieles durfte der Hund ja auch nicht mit rein, dann ging das so für uns sowieso nicht. Aber da haben wir den Hund halt im Wohnmobil lassen können an diesem Tag. Und dann haben wir diese Fahrt in diesem Elchpark gemacht, ja. Ja, das war schön. Das war wirklich schön. Ja, da sind wir nämlich gleich schon bei unseren Highlights, ne? Also die ganze Reise war eigentlich ein Highlight, muss ich sagen. Aber es gibt natürlich ein paar besondere Plätze, die wir besonders schön fanden. Ja. Ja, und welche das sind, sagen wir euch jetzt eben. Genau, für mich war ein ganz besonderes Erlebnis, in Dänemark an diesem Strand zu stehen. Das war direkt an unserem, also in unserem ersten Video 15. So toll haben wir im Leben noch nicht gestanden. Ich fand es echt richtig schön, so mit dem Meeresrauschen aufzuwachen, die Tür auf, das Meer zu sehen. Wetter war richtig toll an den beiden Tagen, wo wir da waren. Und war ein Highlight von mir.
Wobei ich jetzt sagen muss, als wir da waren, waren keine Verbotsschilder da. Mhm. Wir haben später in den Kommentaren gelesen, dass andere, ja, so in den Sommerferien wohl jetzt da waren, da standen da Verbotsschilder. Ja. Also ich weiß nicht, ob die außerhalb der Saison wegräumen oder ob die das jetzt gemacht haben, weil es Überhand genommen hat. Keine Ahnung, da muss jeder so selbst seine Erfahrung machen. Auf jeden Fall haben wir da wunderschön gestanden. Ja, und es war wirklich kein Verbot. Das einzige Verbot, was da war, das galt diesen Hafen, das war so ein Militärhafen irgendwie. Da war natürlich komplett verboten, überhaupt zu betreten und ja, erst recht sich da hinzustellen. Aber da, wo wir gestanden haben, wir haben es auch gar nicht glauben können, aber es war echt nicht verboten. Ja. Ein Highlight von dir war? Ein Highlight von mir war, ja, diese Strandwanderung, die wir gemacht haben, an diesen Steilküsten, bei diesen Steinen, Alles Denar, wo diese Schiffssetzung ist, diese Steine auf der Wiese, das fand ich sehr schön. Ich bin auch froh, dass ich nochmal am Abend zuvor da gewesen bin und da ein paar Aufnahmen machen konnte, weil an dem Tag, wo wir da waren, war es so voll, da hätte man keine schönen Aufnahmen davon machen können. Aber ganz schön fand ich eigentlich die Wanderung an dem Strand. Ja. Da war es ein bisschen doof, wir wollten da lecker Fisch essen gehen, aber ich habe mein Portemonnaie vergessen. War natürlich nicht so schön, aber die Gegend an sich war klasse. Ja, und das in der Gegend von da ist auch Ystad, glaube ich. Ystad. Ich weiß es jetzt schon wieder nicht mehr. Entweder Ystad oder Ystad, naja, egal. In dem Video wussten wir es auf jeden Fall noch. Und da fanden wir es auch richtig schön. Da gab es eine richtig schöne alte Altstadt mit schönen Häusern und ja, hat uns da sehr gut gefallen. Das seht ihr im 16. Video von uns. Also schaut da mal rein. Also ja, tolle Wanderung mit den Steinen und die Stadt. Ja, ja. Ich fand auch schön diese Wanderung, die wir auf der Schäreninsel Türkö gemacht haben. Mhm. Die war ja ein bisschen länger, als wir uns eigentlich... Ja. Geplant war, aber die war wirklich sehr schön. Wir sind auch so ein bisschen querfeld eingelaufen, wirklich mal einfach so ein paar Pfade entlang gelaufen, abseits der von Komoot geplanten Route. Deshalb ist die auch ein bisschen länger ausgefallen, die Wanderung. Aber es war wirklich schön. Wir sind da am Wasser entlang gelaufen. Man hatte Blick auf die Steine, wo die Vögel, die Schwäne da saßen und das war schon wirklich klasse. Also viel Natur. Und diese Farben von diesen Moosen auf den Steinen, diese gelblichen Flechten oder Moose, was es sind, also wirklich toll. Ja. Ja. Oder einfach diese Holzhäuschen da irgendwo im Nirgendwo, dann auf einmal ein Haus. Ja, und bei der Wanderung waren wir ja auch bei diesen Schiffswracks da, ne? Genau, ja, genau. Ja, da war ja auch da. Ja, so eine Art Schiffsfriedhof. Also ist auch total abgelegen. Es gibt gar keinen öffentlichen Weg, der dahin führt. Man muss wirklich schon so ein bisschen abenteuerlich da durch die Gegend laufen und gucken, dass man die findet. Also da ist auch nichts ausgeschildert oder auch bei Google Maps gar nicht irgendwie gezeigt. Nee. Aber wir haben es gefunden und ich fand es eigentlich richtig klasse da. Ja, das war wirklich richtig schön. Hab ich schon mal vergessen. Ja. Dann fand ich auch noch schön diese Kalkhöhlen am Hunneberg. Also da waren wir total überrascht, dass die ja so spektakulär waren. Auch der Weg dahin, der war so verwunschen. Man hatte so das Gefühl, man wäre in so einem Fantasiewald unterwegs. Alles bewachsen und Steine und Felsen. Und dann wieder kam man auf eine Lichtung auf dem Felsen und hat dann auf einen riesen See geguckt. Das war toll. Und ja, diese Höhlen... Ja, da konnte man einfach so durchspazieren. Die standen nur noch auf so ein paar Füße. Das fand ich total beeindruckend. Also, dass man da so einfach so rumlaufen durfte, konnte. Ja. Hat mir gut gefallen. Ja, hat mir auch gut gefallen, ja. Ja. Ich fand auch die Sturugata-Schlucht, die fand ich auch klasse. Ja, war die auch. Die war wirklich, also da habe ich mir nicht so groß vorgestellt. Die waren wirklich durch so eine Schlucht. Ihr müsst das Video gucken, dann könnt ihr das sehen. Wir waren sind durch so eine Schlucht gelaufen und die Seitenwände, die gingen einfach nur so 30 Meter hoch. Und das war auch alles total Urwald da drin und wild und Geröll lag da unten drunter. Also das war eine richtig schöne Wanderung. Auch der Weg dahin, der war ganz schön. Da sind wir an dieser Tankstelle vorbeigekommen, war da in diesem Garten von diesem Privatmann da.
Ja. Und das war auch richtig klasse, ja. Ja, das stimmt, war richtig toll. Ja. Also man muss da schon gut zu Fuß sein, wenn man da durch möchte. Also ja, ist nichts für Rollator oder Kinderwagen oder sonstiges. Hm. Jetzt hast du da was weg, da kommt ja jetzt noch von mir was. Wo kommt denn da was? Ja, da. Mein letztes Highlight. Ach, das ist ein Highlight überhaupt für dich, ne? Ja. Da habe ich so einen Spaß gehabt im Elchpark. Also, ja, das war so schön, die Tiere da zu sehen. Und ja, ich stehe da total drauf. Ich stehe auf Tiere. Ich mag das, die zu beobachten. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja, unser großes Ziel war natürlich, Elche in Freiheit zu sehen, aber das war gar nicht so einfach. Nee, also da hätten wir wirklich weiter ins Land oder bis nach Norwegen oder sonstiges. Aber ja, wir kommen bestimmt nochmal dahin. Aber also wir haben ja einen Kommentar bekommen auf dieses Video, wo dann halt derjenige gesagt hat, dass weiter im Norden gar kein Problem ist, Elche zu sehen. Also da ist die... Auch Rentiere. Rentiere, also da ist die Gelegenheit schon wesentlich... besser ein Tier zu finden. So im Süden, da sind halt auch etwas mehr Menschen, wobei das nicht viele sind, aber da findet man die halt nicht so. Aber unsere Zeit war ja leider begrenzt, ne? Ja, so ist es. Ja. Ja, wir werden gerne noch weiter hochgefahren, aber das holen wir mit Sicherheit nochmal nach. Ja. Jetzt hast du noch ein Highlight, ne? So, jetzt bin ich natürlich komplett raus. Ich muss nochmal gucken. Da steht's. Ah ja, genau. Smögen, ja. Also ich fand Smögen schön, diese bunten Fischerhäuser an diesem Wasser mit diesem Steg davor. Das fand ich klasse. Da konnte man super schöne Aufnahmen machen. War auch gar nicht so voll. Wir haben gedacht, boah, das ist bestimmt brechend voll, man kann man gar nicht vernünftig filmen oder so, aber das war gar nicht, ne? Also wir waren teilweise ganz alleine da. Mhm. Und in Smögen gibt es auch so ein, ja, wie so ein Felsengebiet, sag ich mal. Das geht dann zum Wasser hin, dann kann man über so Felsen laufen. Da sind wir auch noch rumspaziert, das war auch sehr schön. Da konnte man auch, hatte man einen schönen Ausblick. Und da haben wir dann auch unseren ersten, oder ich habe den Sonnenuntergang leider nur gesehen, unseren ersten Sonnenuntergang gesehen, weil wir da an der Westküste waren und überhaupt da erst ein Sonnenuntergang möglich war. Und der war auch wirklich richtig schön. Ja, ja, unser Fazit. Viel Natur, also wirklich... riesengroße Wälder, riesengroße Seen, einfach wenig Menschen, also es ist nicht viel los, die Fahrerei ist angenehm. Können alle super gut Englisch sprechen, auch ältere Menschen, also ja, das stimmt. Wenig Mücken, also wir waren total erstaunt, ich habe immer wieder mit Mücken gerechnet, war jetzt überhaupt nicht schlimm, also wir haben unsere Mückenlampe nicht einmal ausgepackt, die konnte komplett drinnen bleiben, ja. Es war angenehm. Doch, einmal hatten wir die draußen. Einmal? Ich glaube wohl, ich weiß aber nicht mehr wo. Ah, okay. Also aber ich kann trotzdem, mich dann, ja. Waren, also man kann sagen, es waren nicht mehr Mücken wie hier bei uns in Deutschland, so wie wir es hier auch haben, oder? Nee, genau. Also hatten wir jetzt so. Manche, vielleicht lag es auch an der Jahreszeit, vielleicht später im Jahr oder so, dass es dann schlimmer war oder wo man dann gerade auch steht. Und als wir an den Seen gestanden haben, war es oft windig. Und dann sagt man ja, sind auch weniger Mücken. Ne? Ja. Also Mücken haben wir jetzt gar nicht mal schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, im Allgemeinen sind die nordischen Länder natürlich teuer. Also ist nichts für eine kleine Reisekasse. Das muss man halt wissen. Jetzt rechnen wir mal zusammen. Wir haben insgesamt 2.234,40 € in dem Urlaub ausgegeben. Ja, da ist dann auch, aber auch alles drin. Da sind die Brücken drin, da ist die Fähre drin, da ist Tanken drin, ja. Lebensmittel. Also wirklich komplett alles. Ja, ich glaube, davon kann man nicht 4 Wochen im Urlaub fliegen. Nee. 2 Personen sagen wir jetzt mal einfach so. Also finden wir immer noch dafür recht günstig, sagt uns mal, wie ihr das empfindet. Findet ihr das viel oder findet ihr das für einen Urlaub okay? Ja, insgesamt würden wir sagen, beim nächsten Mal mehr Zeit. Noch mehr Zeit, bitte. Noch mehr Zeit, ja. Noch weiter hoch in den Norden, gerne. Ja. Und ja, also für Schweden kann ich nur sagen, einen Daumen hoch. Daumen hoch, finde ich auch. Wie geht's bei uns weiter? Ja. Nächste Woche zeigen wir euch eine Wochenendtour in die Niederlande.
Ah ja, okay. Das war aber wirklich nur eine klitzekleine Tour. Ja, macht ja nichts. Macht nichts. Wir waren trotzdem unterwegs. Wir waren unterwegs. Wir zeigen euch einen schönen Stellplatz, der sehr günstig ist, sehr ruhig ist, wo man schön Fahrrad fahren kann. Das seht ihr dann nächste Woche. Genau. Und wir haben noch einige Dinge vor, die wir im Wohnmobil machen wollen. Aber dazu gibt es später mehr. Jetzt verabschieden wir uns erstmal. Ja. Jetzt musst du nämlich das Video schneiden. Genau. In der Zeit kann ich ja hier das eine oder andere schon mal machen. Okay, macht's gut. Bis bald. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch. Wenn ihr es noch nicht getan habt, die Glocke drücken zum Abonnieren, dann verpasst ihr keinen Beitrag mehr von uns. Und dann sehen wir uns sicherlich bald wieder. Würde ich auch sagen. Ciao. Ciao.